Krefeld ist eine linksrheinisch gelegene Großstadt am Niederrhein, die an den Westen des Ruhrgebiets angrenzt. Die Stadt hat knapp 230.000 Einwohner und wird aufgrund der Seidenstoffproduktion des 18. und 19. Jahrhunderts auch als Samt- und Seidenstadt bezeichnet. Das Zentrum der Stadt gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr sowie zur Metropolregion Rheinland. Bei einem Spaziergang durch dieses Gebiet fiel mir auf, dass es viele schöne alte Häuser und auch schöne Plätze in Krefeld gibt. Der Niedergang der Seidenindustrie ab Mitte des 20. Jahrhunderts löste eine Phase des Strukturwandels aus. Heute wird die Wirtschaft Krefelds vor allem durch die chemische Industrie, den Maschinen- und Anlagebau sowie der Metallindustrie dominiert. Wie in Düsseldorf hat in Krefeld auch Altbier eine Tradition. Einst gab es eine große Anzahl von Brauhäusern diesbezüglich. Manchen ist vielleicht noch das Mischgetränk aus Altbier und Cola, Krefelder, bekannt. Ursprünglich war damit jedoch die Mischung aus Alt- und Dunkelbier, Malzbier, gemeint, das in dieser Region angeboten wird. Thank you.